Hi Leute, hallo, grüß euch, servus und herzlich willkommen in Joe's Webzone. Heute geht's bei mir um die Digi-Flavor U-Pen. Die Digi-Flavor U-Pen, wie der Name schon sagt, Pen, ist ja wirklich ein Stiftformat, kann man sagen. Ja, schaut aus wie ein Stift, kann man auch ganz gemütlich in einen Hemdsäckel oder so einstecken. Fällt auch keinen gleich auf, dass man da eine Elektrozigarette mit hat. Echt cool, kann man hinten auch, also runternehmen, kann man hinten auch mit Magnet, wird dann der Deckel so gehalten. Cool, ist wirklich ein liebes, schickes Teil. Ist jetzt in meiner Ansicht mehr mal ein reines Einsteigergerät, sag ich mal, oder ein Backup-Gerät für Leute wie mich oder für Dampfer, was eigentlich viel dampfen und auch immer ihre Backendampfer mithaben. Einsteiger deshalb, man kann einfach mal anfangen zum Dampfen probieren, man kann mal schauen, ob das Dampfen für jemand was ist, jetzt heißt es, man kann Geschmäcker probieren oder für mich als Backup-Gerät, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und nichts so fette Wolken raushaben will oder vielleicht nicht so viel mitnehmen will, dann habe ich eh meinen großen Direktlumendampfer mit, dann mag ich jetzt nicht noch ein zweites Gerät mit Zahn, so ein großes, dann nehme ich mal so ein kleines Gerät mit, kann ich gemütlich einstecken. Ist cool, ja? Ist auch von den Coils her nicht schlecht, Nano-Coils sind auch High-VG-Liquid tauglich, sie ist, was ich jetzt auch auf der Seite von Ihnen gesehen habe, ist auch für hohe Nikotingehälter geeignet, auch fürs Nix-Salt ist geeignet. Warum Nix-Salt? Ich glaube Nix-Salt, die Liquids sind Nix-Salt, Liquids sind ja auch nicht viel anders als andere, aber jedenfalls ist geeignet für das. Auch optisch gefällt es mir sehr gut, akkutechnisch ist sie auch nicht schlecht, sie geben an, dass sie wirklich eine relativ oder sehr lange Akkudauer hat, von 400 bis 500 Puffs oder 400 bis 500 Züge, ist auch nicht schlecht, aber ich habe mit ihr ein riesengroßes Problem und deshalb benutze ich sie eigentlich nicht so sehr viel. Was das Problem ist, sage ich euch nachher in der großen Ansicht. Jetzt gehen wir gleich in die Detailansicht am Tisch, checkt das ab, schaut es euch an, ich zeige sie euch, was auch alles dabei ist. Soll ein bisschen ein kürzeres Video werden, weil ich glaube allzu viele kann ich über sie jetzt eh nicht sagen. Und nach der Detailansicht sehen wir sich dann gleich wieder und dann einfach noch einmal, dann sage ich euch mein großes Problem, was ich habe mit ihr und warum sie bei mir viel in der Ecke liegt und was ich sonst noch für halte. Gut Leute, schaut mal mit der Detailansicht, los geht's. So Leute, grüß euch und willkommen in der Detailansicht. Gut, so, in dieser Digital-Verpackung kommt die U-Pen. Haben wir eigentlich nichts Großartiges draufstehen. Wird dann da vorne so mit einem Magneten gehalten. Machen wir auf. Dann liegt sie hier auch schon herinnen. Da haben wir es dann drinnen liegen. So, holen wir es heraus. So, geht ein bisschen schwerer raus. So. Da haben wir dann noch die Spare-Parts drin. Ich sage euch, was drinnen ist. Es ist einmal eine zweite Ersatzcoil drinnen. Es ist ein Ersatz. Glas drinnen, es ist ein USB-Kabel, also ein dünnes Flat-Kabel drinnen und es sind dann noch Ersatzdichtungen drinnen. Das war's, sonst ist nichts mehr drinnen. Ganz unten ist dann noch eine Beschreibung, aber das sage ich euch eh alles. Gut, so, ich zeige es euch jetzt einmal kurz. So schaut sie aus, da haben wir unseren Feuerknopf. Es wird mit einem Dreiklick auf- und abgeschalten. Wenn wir es dann so im Kreis drehen, sehen wir nirgends was. Hier vorne haben wir einmal U-Pen draufstehen. Und da unten ist unser USB-Anschluss. Gut, so, da haben wir dann noch auf dem Deckel, so ich hoffe, ihr seht das. Hier steht dann einmal am Deckel oben Digi-Flavor, ist aber sicher sehr schwer zum Erkennen und zum Lesen. Wenn wir es dann so runterziehen, haben wir da vorne oben unseren Verdampfer. Hier drin ist ein Magnet, der haltet hier unten so, klappt auch schön ein. Ja. Das ist das Trip-Tip, ist zum Auswechseln, das können wir herunternehmen. Ja, einmal. Dann die Cap ist zum Herunterschrauben, die können wir herunterschrauben, die müssen wir auch immer herunterschrauben zum Nachfüllen vom Liquid. Einfach heruntergeschraubt, das Liquid wird dann auf der Seite hier eingefüllt und das lassen wir dann einfach rauf, also bis hierher oben füllen wir es dann einfach an mit Liquid. Das Glas wird einfach heruntergezogen und unsere Nano-Coil, unsere 1,2 Ohm-Coil, das sind Nano-Coils, werden einfach dann hier draufgeschraubt. Ja? Die schrauben wir einfach so drauf und fertig, das ist die ganze Hexerei.
mehr gibt es nicht. Beim Coil Erstbetrieb sage ich es eh immer dazu, sondern handfest anschrauben. Beim Coil Erstbetrieb bittet uns immer vorher ein Liquid in der Mitte oben hinein, so jetzt wird das nicht scharf, in der Mitte oben hinein, dass ich die Watte einfach etwas besser mit Liquid saugen kann vom Erstbetrieb, dann geht es auch schneller, dann braucht es auch nicht so lange warten, bis sich der Coil richtig mit Liquid oder die Watte richtig mit Liquid angesaugt hat. Das Glas einfach drauf, Liquid einfüllen, das machen wir jetzt kurz. Ich dampfte jetzt drin das Dark Menthol von Tom Clark. So, das fülle ich jetzt einfach da oben so hinein. Bin eigentlich nicht so der Menthol-Fan, aber zum Probieren dampfe ich alle seine Liquids auch in so einfachen Backendampfern. Einfach und zum Schauen, wie sie schmecken. Dann in guten RTAs und in so einfachen Backendampfern. Ich sage euch noch ganz kurz die Größe. Die Pen hat einen Durchmesser von 14 mm, ist ohne Cap unten und Cap oben groß. Insgesamt mit Triptip und allem drum und dran ist die lang 116,8 mm und mit der Cap oben drauf ist sie groß 142,2 mm und die Cap hat einen Durchmesser von 15 mm. Ja? Hier. Das zur Größe. Der Akku umfasst 650 mA und sie geben an, das habe ich vorher eh gesagt, geben an, dass das für 400 bis 500 Puffs reichen soll. Circa eine Packung Zigaretten soll das sein. Ja? Die Züge kommen ja immer darauf an, wie lange man anzieht. Ja? Darum kann man das auch schwer sagen. Ist die Frage, sind das jetzt 400 Züge mit je 2 Sekunden oder 400 mit 3 oder 500 mit 2? Das ist halt alles immer schwer zu sagen. Ja? Aber man kommt eigentlich schon ziemlich lange damit aus. Gut, Leute, das war's. Die Nano-Coils sollen dann auch eigentlich für die nächsten Coils oder für die nächsten MTL-Verdampfer, was sie rausbringen, auch passen, habe ich auf der Seite gelesen von Ihnen. Schauen wir mal, was da noch kommen wird und was das dann sein wird. Gut, so, wir sehen uns jetzt gleich wieder in der großen Ansicht, dann dampfen wir es und dann sage ich euch, was mein Problem mit ihr ist. Gut, Leute, bis gleich in der großen Ansicht. So, Leute, grüße euch und willkommen zurück in der großen Ansicht. Gut, so, hätte ich gesagt, wir dampfen jetzt einmal. Erzeugt eine angenehme Dampfmenge. Sie hat auch einen angenehmen Backendampfverzug. Wir haben da zwei kleine Löcher, was natürlich nicht zum Verstellen ist, so wie bei vielen so Pen-Style-Backendampfgeräten. Ist wirklich ein cooles, schickes Teil. Und wie ich es schon am Anfang gesagt habe, ich habe mich wirklich gefreut, wie ich sie bekommen habe. Einfach auch schon deshalb, weil ich zum Beispiel auch die Joytech Ego Echo habe. Und die, was bei mir leider Gottes jetzt teilweise nicht kaputt ist, aber abgeblättert ist, egal, anderes Thema. Und ich mit der eben sehr zufrieden war und ich da auch cool gehört habe, dass die geschmacklich sehr gut sein soll. Optisch hat es mir auch zugesagt, weil das so in so einem Stiftstyle ist mit Zumachen, hat mir einfach gefallen. Hat mich auch dann gefreut und bin auch geschmacklich wirklich, wie gesagt, am Anfang auch schon, hat es mir auch sehr gut gefallen, für das, dass sie wirklich ein Fertigcoiler ist mit so Nano-Coils, also ganz kleinen Coils und mit sehr wenig Leistung und hat sie geschmacklich mich wirklich überzeugt. Obwohl ich irgendwie manchmal das Gefühl habe, dass es ein bisschen länger braucht, bis sie da ist. Ist es aber nicht so schlimm. Eigentlich hat alles, also bis jetzt nur positive Sachen gesagt und auch am Anfang hat mir alles sehr positiv gut gefallen. So, und jetzt sage ich euch, wo ich mal das erste Problem habe, was aber für mich nicht so schlimm ist, da muss ich einfach meine Griffhaltung etwas ändern. Das zweite Problem ist dann wirklich Nerven und das ist das Problem, warum sie bei mir nicht so viel mit ist, wie sie eigentlich sein könnte. Ich habe oft das Problem, wenn ich da den Stift so halte und so drücke, dass ich die dann meistens ein bisschen weiter oben halte und dann verdecke ich mir da ein Airflow-Loch und dann geht der Zug gleich viel strenger. Aber das ist das Wenigste, man muss einfach ein bisschen anders halten, das ist das Wenigste. Das nervende Problem, was ich mit ihr habe, mein Problem ist,
dass ich bei, egal ob ich jetzt High Chi Liquids nehme, ob ich meine 50-50 Tabak Liquid nehme, egal was für ein Liquid ich nehme, nach circa 10 bis 15 Zügen sammelt sich bei mir immer Liquid am Trip-Tip. Und so viel Liquid sammelt sich am Trip-Tip, dass ich dann schon im Mund drin das Liquid spüre und schmecke. Und das ist nervend. Jetzt werden viele sagen oder einige sagen, Zugtechnik und so. Leute, ich bin ein geübter Backendampfer. Ich dampfe täglich auf Backe. Ich weiß, wie man anzieht. Ich habe auch die verschiedensten Zugtechniken probiert. Also wirklich Zugtechniken, die was eigentlich gar nicht mehr zum Dampfen dazugehören, habe ich probiert. Und ich habe vorher anzogen, nachher anzogen, länger anzogen, kurz anzogen, aufgehört zum Anziehen aufgehört, bevor ich den Knopf auslassen habe und länger anzogen und davor anzogen und gefeuert, bevor ich anziehe und alles Mögliche. Es war jedes Mal das Gleiche. Ich weiß nicht warum. Ja, ich habe dann schon Coils gewechselt und habe am Anfang mit 50-50 Liquid dampft. Habe dann gedacht, okay, vielleicht muss ich 70-30 oder 70-20 oder Heavy G Liquid nehmen. Es ist schon Heavy G. Wieder das Gleiche. Ich ziehe es mal ein paar Mal an und dann zeige ich euch das. Schon da. Und ich habe schon Liquid im Mund. Ja, es ist nicht so viel, weil ich viel im Mund habe, wenn ihr das jetzt seht. Ja, das ist jetzt nicht so viel. Ja, das kleine Batzel da. Aber, ich habe jetzt einiges im Mund auch gehabt. Es ist schon da. Ja, und ich weiß, das macht man nicht, dass man 15 Mal hintereinander anzieht. Aber, also nur zum Zeigen, es ist eben so, ich liege auf der Bank, ich tue Fernsehen schauen, ich ziehe 3-4 Mal an, höre wieder auf, ziehe wieder 3-4 Mal an, höre wieder auf. Und dann, irgendwann ist der Fall da. Und soll es 20 Züge dauern, jedenfalls, es ist Liquid und ich habe es im Mund. Und es ist jetzt dieses Mal gar nicht mal so viel. Jetzt war es eigentlich wenig. Sonst hat man da immer einen richtig großen Fleck, wenn ich das abwische. Was soll ich sagen? Manche nervt das nicht, mich nervt es. Ja? Und das ist jetzt ein Grund, wo es jetzt dieses Mal nicht so arg schlimm war. Ja? Habe es schon schlimmer gehabt, viel schlimmer, dass da wirklich ein richtiger fetter Liquid-Fleck dann drinnen war. Und ich bin ein Dampfer, ich bin ein leidenschaftlicher Dampfer, ich dampfe wirklich gern, aber ich mag trotzdem kein Liquid im Mund. Das stört mich, das mag ich nicht. Und das ist der Grund, warum ich sie fast nichts mit habe. Ja? Wenn ich es daheim in Benutzung habe, habe ich immer ein Taschentuch daneben und sobald ich einmal merke, dass Liquid kommt, putze ich mal schon wieder ab. Ja? Muss es nicht sein, soll es nicht sein. Entweder hat meine U-Pen was, entweder bin ich wirklich zu blöd zum Anziehen, keine Ahnung, ich zweifle langsam schon, weil irgendwie, keine Ahnung warum, ich habe jetzt nur eine gefragt, ob die das haben, andere von YouTube auch, die haben das anscheinend nicht, warum es ich habe, ich weiß es nicht, was das Problem sein kann. Erst habe ich geglaubt, das Problem ist mein Coil ist es nicht, weil ich habe jetzt schon mittlerweile einen dritten Coil drinnen, weil ich habe mal extra Coils dazu bestellt, mit allen drei Coil das gleiche. Drum finde ich schade. Ja. Sollt jemand von euch diese U-Pen auch haben und ihr habt auch das Problem in Liquid oder ihr habt kein Problem in Liquid im Mund, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, ob ich nur der Einzige bin, der was das Problem mit dem Teil hat. Gut, Leute, wären wir eigentlich jetzt fertig. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Vergesst auch nicht, die Glocke in meinem Kanal-Abonnier-Button zum Drücken, dann werdet ihr jedes Mal informiert, wenn es ein neues Video gibt von mir, dann bleibt ihr da immer up to date. Gut, Leute, jetzt ist das Video doch länger geworden, als ich glaubt habe. Aber Leute, wie immer am Schluss, Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Baba, euer Joe. Tschüss, Baba.